Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge die gute Lisa befreit, Lisa, und müssen jetzt in dieser Folge einen Bären besiegen. Und wir haben leider nicht viel. Deswegen würde ich sagen, probieren wir es hier mit. Nein! Jawohl! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Okay. Da ist der Gute, und er verfolgt uns. Nein! Hier kurz mal nachladerig machen und gucken, ob wir noch irgendwie Molotows herstellen können. Können wir natürlich nicht, Freunde! Wow! Nein! Nein! Fuck! Oh, komm. Oh, kommt der hier rein? Oh Gott, wo ist er? Komm her, du Mistvieh! Oh Gott, ich brauche irgendwie Heal Stuff. Aber der Bär hat auch nicht mehr viel. Okay, Munition alle. Ich hoffe, er kommt hier nicht rein. Oh Gott. Oh, die Kinder, die sitzen wahrscheinlich auf den Dächern. Und freuen sich. Jawohl. Ja, da wollte der Bär bzw. das Kind mit dem Bären spielen. Oh, war das knapp. So, und jetzt heute mal noch den Bären. So muss sein. Oh Gott. Puh. Okay, Freunde, wir haben's geschafft. So, ich werde jetzt, hupsala, ich werde jetzt gleich mal direkt gucken, ob wir irgendwie unsere Fähigkeitspunkte, die wir ja haben, wir haben 6 Fähigkeitspunkte, die wir noch nicht benutzt haben. Dementsprechend würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze jetzt hier mal benutzen. Ich gucke mal in den Überlebensbaum, was wir hier so Schönes nutzen können. Also, Auge fürs Detail. Verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebensansicht. Hm. Pflanzen werden auf Minikarte angezeigt. Bietet die Chance, manche von deiner Armbrust abgefeuerte Bolzen wieder aufzufinden. Das ist eigentlich eine geile Sache, finde ich. Werden wir mal kaufen. Du sammelst Armbrustbolzen in deiner Nähe automatisch auf. Halte L2 gedrückt und tippe R, um einen Armbrust zu benutzen. Ja, das wissen wir ja, wie das funktioniert. So, dann gucken wir mal im Fernkampf. Die Fähigkeit beim Ziel mit einer Fernkampfwaffe Konzentration zu aktivieren. Mein Gott, mein Deutsch ist ja heute wieder herrlich. So, Kampf um Flucht und Flucht. Ziel mit einer Fernkampfwaffe. Okay, das hört sich auf jeden Fall geil an. Werden wir mal nehmen. Halte L2 gedrückt und tippe R2 an. Während du dich mit L bewegst, stabilisiert das Fadenkreuz der Waffe für leichteres Zielen und reduziert die Fadenkreuzstreuung beim Zielen mit L2. Okay. Und das könnten wir jetzt hier auch auf nächsten Stufe. Erfordert konzentrierter Schuss. Ah, da gibt es auch Tutorials zu.
Ah, das brauchen wir. Die Fähigkeit beim Ziel mit einer Fernkampfwaffe Konzentration. Mein Gott, was habe ich denn mit mir los hier? Wahnsinn. Okay, aber das würde ich auch noch nehmen. Drücke L2 beim Zielen mit R3. Drücke L2 beim Zielen mit R3, um die Konzentration zu aktivieren. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präzise Schüsse abgeben kannst. Die Dauer der Konzentration kann durch Fertigkeitsverbesserungen und Injektoren, die in Neuro-Kontrollpunkten gefunden werden können, verlängert werden. Niceness. So. Das ist das Tutorial, das man liest? Okay. Naja, egal. So, was haben wir hier? Erfordert ein Fe Hä? Wir haben keine Fähigkeitspunkte mehr? Wieso das denn? Wir haben doch gerade mal drei Sachen aktiviert. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ihr habt noch sechs Fähigkeitspunkte, oder Freunde? Habe ich jetzt. Ach, ich habe falsch gelesen. Ich habe hier oben in der Mitte, wo Fertigkeitsstufe steht, da habe ich gedacht, das wären unsere Punkte. Ah ja, okay. Gut. Unsere Karte. Ihr seht, wir haben schon einiges hier freigeschaltet. Hinweistafel. Wir sind jetzt da oben. Was haben wir hier? Infiziertes Gebiet. Ah ja. Da ist ein Kontrollpunkt. Hier ist ein Kontrollpunkt. Das werden wir uns alles mal ganz in Ruhe angucken hier. Forschungsanlage. Und hier werden auch, hier werden auch die Tankstellen angezeigt. Das ist aber natürlich auch gut zu wissen. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, Inventar, Vorräte, ja. Was haben wir denn hier so Schönes? Steine. Sind die eigentlich unendlich oder muss man Steine sammeln? Ich weiß es nicht. Materialien und Herstellung. Kann man aber nichts direkt herstellen, oder? Nicht wirklich. Haben wir hier Story? Ja, gut. Alles klar, Freunde. Wir wollen jetzt zum nächsten Punkt. Lizza. Komm Dann schon, steig so auf, wir wollen müssen wir mal weg. türmen hier, oder? Ich weiß Was nicht, sagt denn vielleicht. eigentlich unser Sprit? Komm schon, Kleine, wir müssen weg. Okay. Oh Gott, die hässlichen Kinder. Hey, Schön festhalten, wie Mädel. heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon, ja. Lisa, wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Oh, du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir haben hier immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier, was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Okay, das klingt toll. Wir haben überall gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du, er ist auch im Camp? Ich weiß nicht. Ja, wir wissen es nicht. Gespräche ist sie nicht. Sie muss erst auftauen, Freunde. Sie muss erst auftauen. Sie kennt uns ja auch kaum. Okay, wir müssen jetzt hier wieder durch diesen düsteren Tunnel. Da drüben ist Licht. Oh, nice. Stuhlbein. Oder Tischbein. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Hier, steig ab. Was machen wir jetzt? Pass auf die Schüsse, die du gehört hast. Das waren sehr böse Männer. Verstehst du das? So sieht's aus, Freunde. Richtig böse Männer. Und ich hab wieder keine Muni. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal einen Fähigkeitsbaum, wo
wo man dann mehr finden kann, beziehungsweise das, was man findet, dass es dann mehr wird. Also die Chance darauf, mehr zu finden, das wäre echt gut. Oh, hier ist ein Basie. Ich glaube, den Basie, den werde ich benutzen. Da sind Männer. Ach ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bleib hier und versteck dich irgendwo. Komm nicht raus, bis ich es sage, okay? Hab ich dich. So weit weg von Lisa? Dann komm doch mit, Mädel. Wartest du einfach nur, was? Hier müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen vorfahren. Mal gucken, ob es hier noch... Sind maximal voll, das verstehe ich nicht. Ah. Tractor. Werden wir bestimmt wieder ein Medikit finden? Jawohl. Okay. Ich seh dich, Arschloch. Oh Gott. Kommt ihr gerne die ganze Zeit in die Gegend? Mach die Fersen! Oh nein! Jemand wurde getroffen! Okay, wir müssen hier aufpassen. Okay, Moment. Oh, das ist natürlich geil hier. So, den haben wir weg. Verletzte! Nimm das Arschloch! Die Rohrbombe wirft uns! Oh, fuck! Was? Was? Okay. Die Schweine. Ein Bike. Hier ist jemand. Ich geb dir Deckung! Ja, auf ihn, auf ihn! Alter, wo kommt der her? Wir sehen dich! Ich muss nach. Okay. Ja. Warum? Jetzt können wir die Schrotflinte nehmen, ne? Jawohl. Okay. Hier zwei Schuss mit der Schrotflinte, das kann ja echt auch nicht sein, ey. Okay, Rückzug. Zurückziehen! Der hat sie erwischt! Das war ein schöner Schuss, würde ich sagen. Gib mir Deckung! So, der war auch schön. Schöner Schuss. Warum rührst du dich nicht? Versteck dich. Schnapp ihn dir. Komm, noch Munition. Jawohl, komm. Nachschub. Verdammt. Oh Gott. So, der ist weg. Auch ein wunderschöner Schuss. Ich würde es hier immer gedrückt halten. Gerade. Oh, wo kam der her? Oh, hier haben wir... Spitzhacke. Nein, er hat... Warum steht da maximal? Das verstehe ich schon wieder nicht. Okay, ja, bleib locker, bleib locker. Oh, den haben wir. Lisa? Kleines, komm schon raus, alles gut. Puh.
Ich will aber meine Spitzhacke haben hier. Die ist doch so super. Okay, ich hoffe, das war's. Ich muss mal gucken, warum wir ständig Munitionsmangel haben. Hier drüben, da zeigt er mir an. Nein, ich will die Waffe nicht. Die Schrotflinte ist schon geil, aber es ist halt einfach zu wenig Schuss, ne? Einfach zu wenig Schuss. Okay, wir müssen zum Bike zurück. Wo ist denn Lisa jetzt hin? Na los, steig auf. Wo ist sie hin? Ach, da drüben. Oh, mir fällt... Alles fällt. Okay? Ah, da drüben will ich nochmal hin. Was lag da? Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, sie will nach Hause. Ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie... Ja, sie könnten dort sein. So ein bisschen looten. Also, ich muss wirklich sagen, Munition ist hier echt knapp. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Da zeigt er mir an, ich bin voll. Was heißt denn, ich bin voll? Versteht ihr das, Freunde? Nee, Story nicht. Fertigkeiten nicht. Da ist die Karte. Ist doch Inventar im Prinzip. So, Inventar. Vorräte. Es kann doch nicht sein, dass ich voll bin, Freunde. Ich habe doch kaum was dabei. Seht ihr das? Ich habe ja kaum was dabei. Materialien. Kann ich nicht genug sammeln? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ist ja gerade das Symbol gewesen für Schrott, oder? So voll kann ich absolut nicht sein. Kann ich absolut nicht sein. Wir werden es rausfinden, früher oder später. Oh, schön Slalom fahren, ihr wisst Bescheid. Oh, enge Kurve. Enge Kurve. Ich habe eine Frage, Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Will ich auch noch mal kurz reingucken. Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, ach, war klar, war voll. Die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Oh. Wie die Armee, aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Die Schutz County Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei Ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Ich... Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen. Solches Zeug halt. Okay, okay. Weißt du, wo das ist? Nein. Ich sollte mitfahren. Aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Haben sie anscheinend nicht gemacht. Was mit deinen Eltern passiert? Sind sie draufgegangen? Sind sie vielleicht im Lager? Ich hoffe, wir können dir helfen. So, dann gucken wir noch mal. Ich glaube, ich muss hier noch mal ganz kurz gucken. Gibt es doch bestimmt wieder Medikit. Sollten vielleicht doch des Öfteren looten. Hier ist... Ah, warte mal, da hinten. Können wir auch ran.
Was gibt's denn hier Schönes? Vielleicht ein paar Brandbomben. Feuerwehr und Brandbomben, ist klar. Auch ein Medikit, nice. Okay. Also mit Medikits kann ich mich jetzt eigentlich zuschütten. Wir müssen so 3-4 Stück haben. So, auf geht's ins Camp. Okay, das ist es. Wir sind da. Also bleib einfach bei mir. Okay. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa, alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Nein. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es. Ich entscheide ruhiger? Hier, wie. Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Das war doch mal eine Ansage. So, wir haben wieder gut Punkte gemacht. Viele Infizierte, 4000 EP. Jawohl. Hot Springs, plus 750 Vertrauen. Auch nicht schlecht. Du bist jetzt in Sicherheit. Aha. Lizard. Lisa erinnert mich an Sarahs kleine Schwester. Ich darf nicht zulassen, dass ihr etwas geschieht. Gut. So, da ist Tucker. Ich will mal gucken, ob wir hier irgendwas abgeben können. Hier können wir unser Bike aufmöbeln. Da können wir vielleicht mal gucken, ob wir unser Bike noch so ein bisschen aufrüsten könnten. So, hier können wir unsere Beute abgeben. Oh, warte. Ja, sobald wir genug Ausrüstung zusammen haben, wollen wir hier weg. Zucker geht mir langsam auf die Nerven, weißt du. Was haben wir denn hier alles? Rubber-Ohr? Jäger-Ohr? Alles verkaufen. Hier. Ich zähl sie. Ja. Das war's erstmal. Yep. So, das hat sich doch mal gelohnt. Hier können wir raus, das wollen wir aber noch nicht. Denn wir wollen noch mal gucken. Drüben können wir auf jeden Fall Waffen kaufen oder ähnliches. Wäre, glaube ich, hier, oder? Mal gucken, Händler. Hey, was geht? So, Waffen. Aber Tiergewehr. Haben wir das nicht schon gekauft? Ich weiß es nicht. Die Waffen können wir alle noch nicht kaufen. Nur die, die wir schon gefunden haben.
Alter Vater, das kostet richtig Schotter, Freunde, aber... Wir werden mal Munition aufrüsten hier. Danke. Gewehrmunition. Was kann ich Pistolenmunition. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer. Fünfmal? Inventar voll. Primärschalldämpfer, Handfeuerwaffen. Inventar voll. Hier, so gut wie neu. So, dann können wir hier noch Gesundheit kaufen. Schrank. So. Munition ist voll. Spezial? Komm her, wenn du noch also, was brauchst. Hier können wir irgendwie nichts machen. So, da drüben können wir pennen gehen, was eigentlich gar nichts bringt. Außer, dass wir dann zu einer bestimmten Tageszeit wieder aufstehen, aufwachen. Hier drüben ist Tucker. Das ist unser Bike hier, oder? Ja. Oh, 63% Sprit. So, ich gucke mal, ob wir hier noch was Schönes machen können. Nachtanken, das ist alles? Das gibt's doch nicht. Ah, komm, wir tanken mal nach. Ja. Wohl wahr. Können hier nur tanken? Gibt's doch nicht, ey. Wir müssen noch mal irgendwas aufrüsten können. Ich gehe noch mal zu Tucker. Kann ich mit der reden? Ja. Campjobs. Campanführer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Mission und Jobs abschließt, erhältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission oder ein neuer Job verfügbar ist. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp, wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alkai. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Maria, oder? Oh, scheiße. Der Mistkerl Limbo ist der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Yep. Ich weiß, wo das ist. Und ich regel das. Das dachte ich mir. Okay. Wir können also was annehmen. Super. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Gucke gerade mal, wo wir jetzt gerade sind. Hier können wir ein Kopfgeld machen. Er ist mein Bruder. Kein Gewehr, keine Flinte. Lerne von Copeland, wie man Hirsche aufspürt. Ah ja, das klingt doch mal interessant. Schöne Hirschjagd. Und das haben wir hier. Ich war schuld. Da waren wir schon. Das können wir später machen. Was ist hier hinten noch? Jagd auf Leon. Immer noch. Der ist doch schon tot. Okay. Ich würde sagen, nächste Mission ist diese hier. Er ist mein Bruder. Fahren wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich schaue mich nochmal um. So. Da können wir die Beute abgeben. So, schön im Dunkeln hier losmarschieren. Ihr seht ja immer. Der verdammte O'Brien. Was sagt ihr? Springs, Metolia Springs, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Komm schon, O'Brien. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, Dick. Ich habe gerade was gehört. Dieses Nero-Funkgerät ist doch ganz nützlich. Ich weiß, wo sie morgen hin wollen. Warte, ich dachte, du schaffst die nicht alleine. Ja, das stimmt. Aber mit ein bisschen Glück komme ich ungesehen an ihren Heli ran und... Zeig sie, Bruder. Denk dran, was Jack immer sagte. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Wie schon gesagt, Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Deacon Ende. Okay, ja. Mal sehen, Upsala. Was Henker Nero so vorhat. O'Brien, ich hab mal eine Frage. Ja, ich wollte gerade noch sagen, dass ihr ab und zu hier immer diese Fragezeichen auf der Karte unten seht. Und die werden wir uns jeden Fall auch in den nächsten Missionen mal angucken, wenn ich irgendwo vorbeifahre. Jetzt ist erstmal wichtig, die zur nächsten Mission zu kommen. Ich fahre hier schon wieder Paris, Rom, Erkner, merke ich gerade. Ja. Wichtig, dass wir jetzt mal eine Mission unseres Bruders, unseres besten Freundes annehmen. Da wollen wir ja auch wissen, wie es weitergeht mit dem gutsten Boozer. So. Hehe. Ach fuck, voll daneben. Diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und die wird mir niemand wegnehmen. Naja, ja. Ihr habt ja gerade wieder mitbekommen, der Radiofunkspruch, der ist sowas von leise, ich verstehe es selber kaum. Obwohl alle Regler auf 100% sind und hier müssen wir gerade noch... Hier die Freaks hin. Mistviecher, ja? Wo ist unser Bike jetzt? Da hinten? Okay. Ah. Okay. Wie gesagt, wir wollen jetzt zu unserem guten Freund, dem Boozer, nächste Mission annehmen. Ja, liebe Freunde, aber das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei euch allen fürs Einschalten und Bewerten dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und ein Däumchen sehr, sehr freuen. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich würde mich freuen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao.